Die Unbefleckten treffen bald dort ein. Und was erwartet sie? Eine schwierige Situation. Die wissen, dass wir kommen. Ja, Cersei glaubt, meine einzige Bestimmung im Leben sei die Zerstörung des Hauses Lannister. Sie wird bereit sein. Keiner hat Casterly Stein je erobert. Die Lannister-Armee ist noch dieselbe, die mein Vater aufgebaut hat. Gut ausgebildet, gut ausgerüstet, 10.000 Mann mindestens. Sie werden uns kommen sehen. Sie werden bereit sein. Die Tore von Casterly Stein sind unbezwingbar. Der Kampf die Mauern hinauf wird schwierig. Wir werden im Nachteil sein. Viele werden fallen. Wie mein Vater es vorhergesagt hat. Witzige Sache über meinen Vater. Er baute unser Haus aus dem Nichts auf. Er baute unsere Armee auf. Er baute Casterly Stein, wie wir es kennen. Aber die Kanalisation baute er nicht. Das war unter seiner Würde. Also gab er die Aufgabe dem lausigsten Wesen, das er kannte. Mir. Er hatte recht, ich war lausig. Der Umgang, den ich pflegte, lausig. Weiber, hauptsächlich. Sie waren nicht willkommen auf dem Stein. Vater missbilligte solches Verhalten. Ich durfte sie nicht durch die Tore führen, durfte sie nicht in meine Gemächer bringen. Darum habe ich, beim Bau der Kanalisation, ein bisschen was für mich gemacht. Es war ein Geheimgang, der an einer abgelegenen Bucht am Meer begann und unter einem der Hauptwachtürme endete. Kein geeigneterer Ort für niedere Absichten als unter der Erde. Casterly Stein ist eine uneinnehmbare Festung. Doch wie ein guter Freund von mir einst sagte, gib mir 10 gute Männer und ich besteige die Schlampe. Und so beginnt es. Sie werden der Masse der Lannister-Streitkräfte gegenüberstehen. Sie werden in der Unterzahl sein. Sie werden weniger Rüstung tragen und schlechter bewaffnet sein. Die Soldaten meiner Schwester kämpfen aus Angst für sie. Die Unbefleckten werden für etwas Größeres kämpfen. Sie werden für die Freiheit kämpfen. Und die Person, die sie ihnen geschenkt hat. Sie werden für euch kämpfen. Und deswegen werden sie siegen. Dorion Vas. Ingas onesco Sidri Hebesi. Cara Sidri. Wo sind sie? Wo ist der Rest der Lannisters?